Okay, das wird eine einfache Runde. Harmon ist wirklich bisher noch der schwerste gewesen, einfach weil er konfus kam. Und das kann man nicht unterschätzen. Gut, wenn ich hier einmal nicht heilen würde, wäre es zwar mit mir wahrscheinlich auch aus, aber ist ja nicht so. Am interessantesten wird es, wenn sie sich am Ende selbst wieder beleben kann. Ach du Scheiße. Und Feuerwalze kann also one-hitten. Okay, gut zu wissen. Ich glaube nicht, dass das jetzt was bringt. Ich glaube, er wird sterben bei Schattenspuk. Ich muss ihm da richtige Heilung verpassen. Und ich habe keine richtige Heilung. Atea, Gott sei Dank, dass du es überlebt hast. Wir dachten schon, es wäre fast aus. Allerdings wird es für den Boss langsam mal Zeit zu sterben. Er hält schon mehr aus als die anderen. Hä? Na, heute mache ich das zu Ende. Ich bin ja schon wahrscheinlich bald beim Ende. Ich glaube kaum, dass sie jetzt noch so extrem viel nachschieben können. Schattenspuk. Egal wie lange der Boss aushält, er wird nicht lang genug durchhalten, um mich vernichten zu können. Okay, nochmal die 1400. Yay, Irim ist tot. Fehlt nur noch daraus, der Kleine. Gaia hat Level Up, Selan hat Level Up, Atea hat Level Up. Okay. Du bist sehr stark geworden, Tama. Woher nimmst du diese Kampfkraft? Es gibt jemanden, den ich mit meinem Leben beschützen will. Die Frau neben dir? Du setzt für diese Frau dein Leben aufs Spiel? Sie bedeutet mir mehr als mein Leben. Tama. Das ist also menschlich. Lächerlich. Von da aus werdet ihr zu Staub zerfallen. Na, meinetwegen. Daraus werde ich auch noch Pro kriegen. Jetzt haben wir dich, Daos. Warum wollt ihr mich stoppen? Viele Menschen verehren mich. Meinst du? Niemand auf dieser Erdwelt verehrt das Böse. Wie dumm. Hör mir zu. Es gibt immer zwei Wege, eine Sache zu betrachten. Manche glauben an das Gute und die Liebe, andere glauben an das Böse. Vielleicht, aber zurzeit herrscht nur das Böse auf der Welt. Ja, dank Arek. Arek? Ja, er ist der mächtigste aller Höllenfürsten. Das wusste ich nicht. Genug gequatscht. Es ist an der Zeit, dass du dein Schicksal in die Augen schaust. Mit dem Lufia-Schwert werde ich dein Treiben ein Ende setzen. Ich kann deine übermenschlichen Kräfte fühlen. Kein Wunder, dass du diese besondere Klinge benutzen kannst. Das Schwert sollte mir gehören.
Warum hast du ausgerechnet ihn aus der Welt, Luffy, erschwert? Ich werde meine Rache noch bekommen. Ich bin der Meister des Terrors. Gebt auf. Okay. Genug Spaß, jetzt wird getötet. Kopfwurm. Reduziert die Intelligenz aller Gegner. Naja. Halt. Okay, und Abaddon, den letzten Leben. Ich wette, ich darf diesen Arek auch noch vernichten. Hier ist, wo er ganz am Ende mal kurz auftaucht, sein Name. Speedy Gonzales. Und Altair kriegt langsam MP-Probleme. Alterrorwelle, gut. Iku. Wenn hier sonst gerade keiner heilen kann, muss sie das so übernehmen. Sie heilt ja ein bisschen damit. Schattenspuk beherrscht da auch, okay, schlecht. Geil, aufwachen, Thea, raus aus Konfus, bitte. Und du da, Magiestaub. Doch, Magiestaub. Stärker. Jetzt brauchen wir zwei Heiler, weil der Hauptheiler K.O. ist. Besser Konfus. Und Guy kann ja nicht zaubern. Draufhauen, draufhauen. Das. Ah, hau nicht deine Frau. Nee. Falsche Frau. Hat auch der eine Frau? Nee. Single. Schattenwurf. Shitball Overfit. Ich weiß jetzt nicht, wie lange dieses hält. Oder will ich jetzt gerade ein bisschen vorsichtiger sein? Wenn Guy trifft, dann hältst du für eine Runde. Und dann reicht es, wenn jeder einfach schneller ist als der Boss. Gut, das ist halt nur eine Runde. Du da, Speedy auf den Kleinen hier. Götterschlag und Champion. Aber viel bringen tut das jetzt nicht mehr. Die kriege ich nicht schneller als den Boss. Na, dann bleibt Guy halt immer im Risikobereich. Draufhauen, draufhauen.